Moin Leute, Alman am Start wieder hier. Und heute zeige ich euch die wichtigsten Settings für Call of Duty Vanguard, insbesondere auch die Controller-Settings. Also seid darauf gespannt. Einer der wichtigsten Aspekte, wenn ihr euer Gameplay auf das nächste Level bringen wollt, sind eben nun mal eure Settings. Egal ob es die Controller-Settings sind, die Grafikeinstellungen, was auch immer. Wenn ihr die richtigen Einstellungen habt, habt ihr schon mal die halbe Miete für ein ordentliches Gameplay erledigt. Wie dem auch sei, bringen euch diese Settings trotzdem nichts, wenn ihr nicht wisst, wie ihr sie auch richtig im Gameplay dann anwendet. Deswegen habe ich mir vorgenommen, als nächstes auch noch ein Video zu machen, wie man besser in Call of Duty Vanguard wird. Also geht sicher zu abonnieren und die Glocke anzustellen, damit ihr das auch auf keinen Fall verpasst. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit den Settings. So, zu Maus und Tastatur kann ich wenig sagen. Ich habe das Game noch nie mit Maus und Tastatur gezockt. Deswegen gehen wir auch gleich mal weiter zu den Grafikeinstellungen. Und zwar für die PC-Spieler. Ich würde euch hier empfehlen, wenn ihr einen Monitor habt, Vollbild zu spielen. Ich benutze hier Vollbild rahmenloses Fenster, weil sonst meine Elgato rumspackt. Außerdem kann ich damit dann auch mit meiner Maus hier immer auf meinen anderen Bildschirm rübergehen, ohne aus dem Game tappen zu müssen. Housings solltet ihr immer aus haben, weil ihr dadurch bessere Leistung bekommt. Das Bildwiederholungslimit habe ich auf unbegrenzt gestellt. Helligkeit ist von Monitor zu Monitor unterschiedlich, also guckt, was da für euch am besten ist. Bei der Grafikkarte solltet ihr auch gucken, ob ihr auch wirklich eure Grafikkarte eingestellt habt. Das dürfte normalerweise aber immer richtig sein. Ja, die Qualität, das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, weil das Game nicht so sehr Leistung zieht wie Warzone zum Beispiel. Deswegen sage ich, gehen wir weiter zu Gameplay. Stellt euer Sichtfeld hoch, das ist jetzt auch auf den Konsolen möglich, würde ich hier etwas zwischen 110 und 120 empfehlen. Das bringt nämlich, dass ihr viel mehr vor euch seht. Ihr seht es nochmal ganz schön auf dem Bildschirm. Das wäre ein 60er FOV, da seht ihr so gut wie gar nichts. Im Vergleich zu einem 120er, da seht ihr irgendwie 8-mal so viel wie bei einem 60er FOV. Also wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, das müsste eigentlich normalerweise standardgemäß eingestellt sein. Das Zielvorrichtungssichtfeld, das ist auf beeinflusst. Schaut trotzdem lieber nochmal nach, ob das bei euch auch beeinflusst gestellt ist. Denn dadurch, wenn ihr ein höheres Sichtfeld habt, sieht es auch aus, als hätte eure Waffe weniger Rückstoß. Die Kamerabewegung solltet ihr auf minimal stellen. Die ist normalerweise auf Standard 100%. Das bringt einfach, dass ihr, wenn irgendwo eine Explosion ist, nicht der komplette Bildschirm hin und her wackelt. Also wirklich ganz wichtig, stellt es aus. Die beiden Dinger hier könnt ihr ausschalten, beziehungsweise solltet es sogar machen, weil dadurch, ja, sieht vielleicht ganz geil aus manchmal, aber kann auf jeden Fall euer Gameplay beeinflussen, weil man dadurch einfacher mal den Gegner übersieht. Nvidia Reflex habe ich auf An und Boost. Falls ihr keine Nvidia Grafikkarte habt, ist es, glaube ich, relativ scheißegal für euch. Ansonsten müsst ihr mal schauen, wie das da für euch am besten ist. Ich habe eine relativ gute Grafikkarte, von daher An plus Boost. So, kommen wir mal zu den Audio-Settings. Musiklautstärke ist gut wie komplett runtergedreht. Während dem Gameplay, wenn auf einmal übel laut Musik kommt, das ist manchmal richtig ablenkend. Dadurch kann es sein, dass ihr euch nicht mehr richtig aufs Gameplay konzentrieren könnt und vielleicht einen Gegner überhört oder sowas. Dialoglautstärke werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen runterstellen. Solltet ihr eigentlich auch machen. Soundeffekte ganz hoch. Treffergeräusche habe ich auf klassisch gestellt. Das finde ich auch ganz geil, dass man das ja einstellen kann. Wirklich. Entweder die Vanguard Sounds oder klassisch, diese klassischen Hitmarker Sounds, ey, ohne Scheiß, die sind einfach unübertrefflich. Audio Mix, wenn ihr Kopfhörer aufhabt, ganz klar, Kopfhörer einstellen. Abschlussserienmusik habe ich auf ausgestellt. Den Sprachchat habe ich auch gemutet, bis auf Freunde. Falls ich mal mit irgendjemandem im Gamechat reden will, kann ich das dann immer noch machen. So, ganz wichtig, die Untertitel solltet ihr ausstellen. Das kann manchmal ein bisschen ablenken, wenn auf einmal so fetter Text auf eurem Bildschirm ist. Wenn ihr PC spielt, das ist auch richtig geil. Da könnt ihr den FPS-Zähler einstellen. Das ist das, was ihr bei mir oben links in der Ecke seht. Da habe ich meine FPS, meine VRAM-Auslastung, also meine Videospeicher-Auslastung und meine Latenz. Gerade die FPS und die Latenz sind extrem wichtig. Könnt ihr schauen, falls ihr mal irgendwie Leistungseinbußen habt, nicht so viele FPS, wie ihr normalerweise haben solltet, dann könnt ihr eure Grafikeinstellung vielleicht mal ein bisschen runterdrosseln, um mehr Leistung rauszubekommen. Und die Latenz sagt euch mal, ob ihr ein Hyping habt oder nicht. Wenn da irgendwas über 100 steht, wisst ihr auf jeden Fall, dass es euer Gameplay negativ beeinflussen könnte. Das ist bei mir gerade, ich bin Vodafone Kunde, extrem schlimm am Wochenende. Ey, ich habe teilweise am Samstag, da hatte ich den ganzen Tag einfach Hyping. Das ist richtig schlimm. Jetzt kommen wir zu den ganz interessanten Sachen, den Controller-Einstellungen. Das ist wirklich ganz wichtig, also passt hier definitiv auf. Meine Stick-Empfindlichkeit habe ich auf 6,6. Würde ich hier etwas zwischen 5 und 8 empfehlen. Wenn ihr es zu niedrig habt, kann es sein, dass ihr euch nicht mehr schnell genug drehen könnt. Wenn ihr es zu hoch habt, kann es sein, dass euer Aim darunter leidet. Guckt, dass ihr am besten für euch funktioniert. Vielleicht könnt ihr auch auf 10, 10, 11, 11, 12, 12 spielen. Das müsst ihr wissen für euch. Findet das, was für euch am besten passt. Eigene Empfindlichkeit pro Zoom habe ich nichts eingestellt. Das
das ist einfach nur noch der Standardwert, also das muss man jetzt nicht unbedingt machen, das ist so diese ganze Feinjustierung, wenn man sich ans Aim einmal gewöhnt hat, dann ja, das ist eigentlich scheißegal. Hier zocke ich auf Taktik. Leute, ich habe einen Scuff-Controller, das heißt, ich habe hier hinten Paddles drauf, damit kann ich hier zum Beispiel springen, hiermit schlagen, deswegen habe ich hier normal Taktik eingestellt. Falls ihr keinen Scuff habt und nicht Chlor spielt, würde ich euch empfehlen, ganz wichtig Leute, spielt auf Tastenspringer taktisch. Was bringt euch das? Ganz einfach, ihr könnt euch ducken, indem ihr den rechten Stick reindrückt und ihr könnt springen, indem ihr LB bzw. L1 auf der Playstation betätigt. Bringt ganz einfach, dass ihr besseres Movement habt. Ihr müsst zum Beispiel zum Springen nicht mehr von eurem Stick runtergehen. Ihr könnt also Jumpshotten, vor dem Gegner hin und her springen, dass er euch nicht trifft und dabei trotzdem noch auf den Gegner zielen. Dasselbe beim Ducken oder Hinlegen. Das geht ohne diese Einstellung, wenn ihr nicht Claw und ohne Scuff spielt, auf keinen Fall. Also geht sicher, Tastenspringer taktisch einzustellen oder wenn ihr einen Scuff habt oder Claw spielt, einfach normal taktisch. Das habe ich alles auf Standard. Zielreaktionskurve habe ich dynamisch. Ich kann euch sagen, was das bedeutet. Wenn der Gegner näher an euch dran ist und ihr habt das auf Standard gestellt, ist normalerweise der Aim Assist, also die Zielhilfe, etwas stärker und wenn sie weiter entfernt sind, ist er ein bisschen schwächer. Hier ist es genau umgekehrt. Auf weite Entfernung ist er stärker und auf nahe Distanzen ist er etwas schwächer. Controller-Vibration habe ich aus. Das hatte ich früher immer eingeschalten. Ich habe es mal auf ausgestellt, weil das kann teilweise ein bisschen helfen bei eurem Aim, wenn ihr nicht andauernd diese Vibration habt, die euch ein bisschen irritieren können. Das hier habe ich ausgestellt. Meine RT-Taste bzw. auf der Playstation die R2-Taste ist dadurch immer gleich. Also sie reagiert von Waffe zu Waffe nicht unterschiedlich. Wenn ihr das anhabt, ist es halt so, wenn ihr einen Sniper spielt zum Beispiel, dann müsst ihr den Trigger etwas weiter reindrücken. Deswegen habe ich das aus. Das hier habe ich auf 9,9. Das ist eigentlich scheißegal, was ihr hier habt. Denn der Mindesteingabeschwellwert für den linken und den rechten Stick, ganz wichtig, stellt das vielleicht so auf 4 oder 5. Das ist standardgemäß, glaube ich, auf 13 eingestellt. Das ist ganz kritisch. Heißt nämlich, je höher dieser Wert ist, umso später reagiert euer Stick. Wenn ihr diesen Stick hier bewegt, springt er nicht sofort an. Wenn ihr das auf 0 habt, würde der bei der kleinsten Bewegung reagieren. Da ist aber das Problem, dass ihr dann meist immer Stickdrift habt. Das ist ganz normal. Das hat jeder Controller so ein bisschen. Das heißt, dass ihr dann nichts drückt und eure Kamera bewegt sich trotzdem. Deswegen versucht, da einen Wert zu finden, wo ihr keinen Stickdrift habt, der aber so niedrig ist wie möglich. Das kann, wie gesagt, von Controller zu Controller unterschiedlich sein. Der maximale Eingabewert, das habe ich hier 80 und hier 99. Ganz einfach beim linken Stick, der muss ich nicht immer komplett nach vorne drücken, damit ich auch voll nach vorne renne. Aber mal zu Gameplay. Zielhilfe ganz klar an. Zielhilfemodus Standard. Glaubt mir, das ist der beste Aim Assist. Anvisierhilfe, das ist eigentlich schon Multiplayer. Scheißegal, das bringt nur was in Zombies und der Kampagne. Waffenstütze habe ich auf Standard. ZV plus Nahkampf. Automatisches Luftfernverhalten. Jetzt kommen wir zu was ganz Wichtigen. Das habe ich auf teilweise gestellt und die beiden Sachen hier auf aus. Dadurch könnt ihr normal Slide canceln. Genau, Slide canceln ist, erfahrt ihr in meinem Movement Video, was auch noch kommen wird. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und diesen wichtigen Trick auch benutzen wollt, geht sicher, die Glocke zu aktivieren. Der automatische Sprint. In Warzone habe ich ja immer automatischer Taktik-Sprint. Jedoch ist in dem Game das Ding, dass ihr, wenn ihr Taktik-Sprint macht, extrem lang braucht, um dann wieder vom Sprinten ins Schießen zu kommen. Dem normalen Sprint dauert das nicht so lange. Deswegen schaltet das Ding an. Es hilft euch auf jeden Fall dabei, besseres Movement zu haben. Stellt das unbedingt an. Mein Geheimtipp für besseres Movement. Außerdem ist es essentiell für Slide-Cancel. Sprinten bricht Nachladen ab. Stellt es auf an, Leute, glaubt mir. Rutschverhalten auch ganz wichtig, drücken, damit ihr beim Sliden nicht die Taste gedrückt halten müsst, sondern einfach nur einmal reindrücken müsst. Sehr, sehr wichtig. Ja, und dann hier die Konto-Netzwerkeinstellung, Crossplay an. Ich spiele auf PC, also von mir aus kann ich da immer anmachen. Wenn ihr auf PS4 spielt, PS5, könnt ihr das gerne auch auf ausstellen. Also es ist eigentlich scheißegal. Ich merke nicht großartig, dass meine Gegner irgendwie besser oder schlechter sind, auf was für einer Plattform ich spiele. Geht sicher hier drüben das Video über die komplett geistesgestörte Typ 100 abzuchecken. Die Waffe geht zurzeit noch komplett unterm Radar durch. Jeder redet über die SDG 44, SDG hier, SDG da, aber keiner hat die Typ 100 auf dem Schirm. Das wird euch definitiv auch nochmal helfen, besser zu spielen. Stellt außerdem noch die Glocke an, wie gesagt, damit ihr keine weiteren Tutorials von mir verpasst, das Maximale aus eurem Potenzial rausholen könnt. Dann würde ich sagen, ich bin Nächster Deutsche. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Peace!